Hallo und herzlich willkommen zu Das Erbe der Runes. Erstes Kapitel. Von die Plage. Pest oder so was ähnliches. Eine Geschichte einer Pest, Plage oder Plage. Man könnte auch Plage sagen. Ja, meine Stimme ist normal nicht so. Muss ich was drücken oder lädt er jetzt? Muss ich jetzt F6 drücken für überspringen? Oder was passiert hier? Das Erbe der Runes. Soll das ein Ladebildschirm sein? Hallo? Nichts passiert. Das ist aber interessant. Es passiert etwas. Die Geschichte beginnt. Königreich Frankreich. Trödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Ja, wir gehen mal weiter. Einen schönen Spaziergang Sieh mal, durch den Wald. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Wo? Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Scheinbar nicht. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Ritter Derun? Wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. What? Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, bereit! Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Und stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. Toll. So soll es sein. Dann mal los. Mit? Achso. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach.
Du bist viel schneller als ich. Kann ich auch sprinten? Folge Lion. Leon. Leon! Warte auf mich! Leon! Das verheißt doch nichts Gutes hier. Darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Gut. Wo ist er? Hat er was gefunden? Psst! Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Nein! Ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Wein. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Von vorne? Der riecht mich doch. Das Scheißviech wittert mich doch. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Nee, hab du gesagt. Steine? Was ist denn das? Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Kann ich mich auch hinlegen? Guter Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Das arme Schwein! Naja. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Ihr habt doch gar keine Erdbeeren. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Okay, das sah aus nach Teer oder so. Molle. Das Wildschwein. Es blutet. Das Wildschwein. Wo? Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Oder er ist auf jemand getroffen, den er... Der stärker die Hose ist, war so gut wie neu. Ach, stell dich das so wird an. Ärger geben. Du hast doch bestimmt so eine Magd oder sowas. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Oh, oh. Das ist das Wildschwein. What? Aber Leon war das bestimmt nicht. Das Leon, kann doch nicht so schnell gehen. Leon! Leon! Ich bin hier! Ich komme! Wo ist der? Irgendwas Hässliches im Boden. Leon, wer war das? Nein. Leon! Nein! Leon! Nein! Leon! Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg! Leon. Sofort! Ich mach mir Kaka in die Hose. Innocent. Okay. Ja. Der arme Hund. Das arme Schwein. Da haben die aber kein Schwein gehabt.
Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Wer ist Hugo? Leon. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, dass suche Beatrice in Hugos Zimmer. Okay. Gut, dass ich Amnesie habe und gar nicht weiß, wo wer hier wo wohnt. Hier ist ein Stall. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Hä? Alle sind nervös. Was? Ist der Sound weg oder was? Wo geht's denn hier lang? Nervös. Einige wurden in der... Was ist mit dem Sound los? Ist nicht gut. Dach gewiss nicht. Wieso geht die denn jetzt nur? Du sollst rennen. Oh, Mademoiselle Amicia. Wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Es laggt ein bisschen. Das ist aber doof. Das ist die Kirche, oder? Muss ich durch die Kirche in den Hof? Das ist aber blöd. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Wollte ich gerade sagen. Wer hat da überhaupt gemacht? Eine Gans? Ich weiß nicht. Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ja, ja. Also hier könnte man auch mal wieder fegen, oder? Das ist halt normal. Das ist wahrscheinlich der Fußabtreter. Küche. Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Natürlich. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Vielleicht hallo. Wolltet ihr mich auch gar nicht sehen? Und redet einfach etwas, damit ich das mitbekomme. Wo geht's denn hin? Muss ich nach oben? Nee. Hier ist die Küche. Wie geht's? Wo geht's? Ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Hallo. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Jo. Soll ich mal erkunden oder soll ich denn direkt zu Mami laufen? Tja, hat sich wohl erledigt. Ich erkunde mal. Da war ja nichts Schönes. Speisen. Was ist das? Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Was? Zimt. Gewürze. Gewürze sind nur in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber hinaus ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Elemente einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum Göttlichen bestimmt wird. Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet, das wiederum die Erde bedeckt. Gemüse, das im untersten Element wächst, ist demnach für die Ärmsten bestimmt. Das ist aber das Gesündeste, Leute. Das ist das Beste. Während Vögel, die am Himmel ihre Kreise ziehen, normalerweise auf den Tellern der Adligen landen. Aha. Nochmal. Gewürze sind in ganz bestimmten Küchen zu finden, da sie aufgrund ihrer Seltenheit sehr teuer sind. Darüber ist die Bevölkerung davon überzeugt, dass die Länder einer bestimmten Hierarchie unterliegen, die durch ihre Nähe zum bestimmten Feuer herrscht über Luft, die sich über dem Wasser befindet. Feuer, Luft, Feuer, also okay, die Sonne, Luft, Wasser, das um die Erde bedeckt. Aha.
Das munterste Element wechselt ja nach dem nähersten. Ja, aber ist doch. Ja, aber. Hä, hey, warte mal. Was ist das hier oben? Muss ich meine Kamera woanders hinstellen, weil ich das hier nachher brauchen werde, oder was? Okay, ich muss meine Cam irgendwie anders positionieren, aber nicht hier jetzt. Geh. Kann ich runterspringen oder verletze ich mich dann? Nein, sie geht nicht hier runter. Klassisch die Leiter benutzen. Okay. Einfach Leiter. Ich glaube, ich muss meine Grafik noch ein bisschen runterschrauben. Irgendwie ist das nicht so schick hier. Ich habe die schon auf Mittel. Das ist wahrscheinlich mein alter Rechner, oder? So, dann gehen wir nach oben. Beatrice. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Wo ist mein Zimmer? Ah, das ist also mein Zimmer. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Louise. Ach, nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Gewürze? Gewürze hatten wir doch schon. Muss ich das Deckchen jetzt nehmen? Es liegt einfach nur da rum. Aber da stand doch gerade E-Information. Okay, ich leuchte ja nicht so viel rum. Ach, Leon. Ups. Was soll ich ohne dich nur machen? Ja, das ist schon traurig. Besonders wie der gestorben ist. Ah, in so ein Loch reingezogen. Hey, Mom. Mademoiselle. Der kleine Junge ist krank, oder was? Ihr Bruder. Mutter? Mutter. Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber... Harscher Ton. Etwas hat Leon im Wald angegriffen. Angegriffen? Der ist weg. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Die ist ja gerne, Mama. War wohl früher ein bisschen anders, ne? Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden. Und dann wurde er... In ein Loch bleib gezogen. Hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden. Egal, was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du Hugo? Kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Amicia? Amicia. Okay, die Fensterläden sollst du auch schließen. Hast du gehört? Hugo. Chanta, suche Beatrice in Hugos Zimmer auf. Was jetzt? Ich kann aber nichts sehen. Ich soll warten, ne? Finde Hugo. Ach, Hugo. 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 Verschlossen. Wo ist Hugo? Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? Wer? 5? Hugo? Mama, bist du da? Wo ist er? Hugo? Dahinter, in deiner Burg. Guck mal. Ja. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Ich bin's, deine Schwester, als würden die sich gar nicht Hallo? Kennen. Hallo? Wir kennen uns nicht so gut. Oh. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Die kennt sich wirklich nicht. Die hat den versteckt. Warum? Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Was? Wo ist er? Wer?
Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Lass uns müssen uns verstecken. Ist das Mama? Was jetzt? Der Junge ist wertvoll. Ihr müsst ihn lebend fangen. Wenn er verletzt wird, steht. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie das Schlüssel her? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr... Gabriel! Amicia! Sch. Okay. Wohin jetzt? Der ist beschäftigt? Wieso gehört er der Inquisition? Wo sollen wir hin? Ihr hättet uns das Kind geben sollen. War es denn wirklich so schwer? Oh nein! Lea! Hört auf! Da. Das wird sich lehren. Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey du! Bleib! Komm schon! Ich sag es nicht noch einmal. Dein ist da dran. Hugo, der Ruhm! Wo ist der Typ? Was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott. Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Von oben, hier. Alter, denke ich aber. Wir müssen weiter. Keine Sorge. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herrin weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Madame Beatrice ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weitersuchen. Bringt das hier zu Ende. Nein. Okay. Sound ist wieder weg. Hier ist die Küche. Geht's da raus? Oh, da geht's raus. Wen haben wir denn da? Weißt du doch nicht. Wo wollt ihr zwei denn hin? Du gehst in den Himmel. Vielleicht. Oh, Kinder. Maman. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Französischen? Wie geil.
jetzt anhört, Hugo. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja, ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Niemand darf hier lebend raus. Sie sind überall. Vertraut mir, durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Mama. Nicht auf. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreif. Hat geklappt. Da ist sicher, dass er alles erzählt. Versteckt euch. Hoppala. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Soll ich jetzt gehen oder sie? Hör zu, ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Feiglinge! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Es dauert, wie es dauert. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Was? Mit der Hand? Geschosse mit der Hand zu werfen. Da. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Was kann Seine er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Ich sollte mich beruhigen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Ich hab gehört. Ich komme gleich wieder. Sei vorsichtig. Man weiß ja nie. Ist schon spannend. Hallo. Da ist noch so ein Hampelmann. Gibt's hier noch Steine? Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Ein Topf? Mann. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Was? Topf werfen? Topf werfen. Da. Also. Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Mach mal. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Was Ganz denn? Ruhig. Was halt denn? Meine Hand gut fest. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Da. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Mach die scheiß Tür auf, Kleiner. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Ist der süß, der Kleine. Gnade! Gnade! Wartet. Wer auf Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Was sagt sie jetzt? Folgt mir. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon.
ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Du kannst herkommen. Ich komme. Ich hab was zu looten? Nee, ne? Ich bin so lootgeil. Hä? Ah, hopp, so geht das. Danke. Ich bin gleich wieder da. Nein, nicht. Kein Mucks, in Ordnung? Ich warte auf dich. Warum? Alles gut, Hugo. Ja. Okay. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Oh Mann, meine erste Mission allein. Ich darf alleine losziehen. Bin ich schon so weit? Ja, ich bin so weit. Geh. Kann ich beide nehmen? Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn das? Ich muss ihnen Bescheid geben. Wie denn? Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Kann ich was war das? Ich würde ihm das jetzt auf die Fresse hauen, ne? Aber ich lasse es mal. Ich soll denn, glaube ich, nicht ausnocken, oder? Wo sind die? Sind die schon weitergegangen? Ach, die sind im Gras. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Jetzt nochmal, oder was? Nee. Ach, ich soll wieder vorgehen. Wo soll ich denn hin? Da ist die Mutter. Kann ich den Topf mitnehmen? Ne, ein Topf, aber immer nur ein Topf. Okay. Go, komm mit. Komm, vorsichtig, sofort. Wir können gehen. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Was soll ich jetzt machen? Der kommt doch hierher, oder? Nicht. Hä? Das ist doch genau meine Richtung. Was zur Hölle war das? Wir müssten hinter dem herlaufen, oder nicht? Da hoch. Nichts zu berichten. Na los. Jetzt. Ich wollte doch sagen, so muss das doch funktionieren. Ja. Ihr lebt. Hier entlang. Ich fand dieses... Hier entlang. Folgt auch mir. So. Erkältet. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Hugo, geh. Kleine Hugo. Madame, Sie Amicia, kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und
Was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Dann legen sie jetzt die Mutter um. Laurentius zum Doktor. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Alter. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester. Den Jungen brauchen wir lebend. Was ist los? Hier lang. Wo ist Mama? Sie kommt später. Toll. Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Ich kam so überrascht. Tötet die Schwester. Den Jungen brauchen wir lebend. Ja. Wohin? Was ist los? Soldaten! Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf! So schnell du kannst! Was? Wollt ihr mich verarschen? Sag vorsichtig, verflucht! Tut dem Kind nicht! Die Erde weht! Amicia, der Boden bewegt! Amicia! Amicia! Wo soll ich denn da hinlaufen? Ich soll dem Fluss folgen. Die kommen sofort auf mich zugerannt. Tötet die Schwester! Den Jungen brauchen wir lebend! Was ist los? Geht da gar nicht lang? Mama. Soldaten, hier lang! Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst! Amicia, Amicia, Antwort! Ich laufe einfach geradeaus. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Es ist nicht fair! Tötet die Schwester, den Jungen braucht Soldaten, hier lang! Was ist los? Soldaten? Wo ist Mama? Wo ist denn der Weg? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst! Seid vorsichtig, verflucht! Tut dem Die Erde bebt! Amicia, der Boden bewegt sich! Lauf weiter! Sie sind direkt hinter uns! Ja, und sowas von! Geradeaus! Weiter, geradeaus! Aber wo laufen wir hin? Den Fluss folgen, hat sie gesagt! Lauf einfach weiter! Okay. Amicia, wir müssen zurück! Das Matsche! Das geht nicht! Sie dürfen uns nicht schnappen! Was zur Hölle ist hier los? Rettet den Jungen! Oh, wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Einfach nicht am Boden, Amicia. Was? Wo kommt der denn jetzt wieder her? Hey, da war vor mir war doch gar keiner. Tötet die Schwester, den Jungen brauchen wir nicht. Soldaten, hier lang. Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt später nach. Lauf, so schnell du kannst! Seid vorsichtig, verflucht! Die Erde weht! Amicia, der Boden bewegt sich! Lauf weiter! Sie ich glaube, ich laufe einfach geradeaus! Sie sind hier, lauf nicht hier! Geradeaus! Weiter, geradeaus! Aber wo laufen wir hin? Um deine Mama zu finden! Lauf einfach weiter! Mhm. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen! Das geht nicht! Sie dürfen uns nicht schnappen! Was zur Hölle ist hier los? Wo sollen wir nur hin? Alter, sind alle hinter mir, nicht, voll gut. Ich weiß es nicht. Ja, auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Vor mir. Nein, wir müssen sie loswerden. Oh nein, sie sind überall. Was sollen wir tun? Ab im Fluss. Tiefluft holen. Spring. Okay, einfach rennen. Einfach rennen. Kapitel 2, die Fremden. Kapitel 2, die Fremden. Und wir sehen uns dann in Kapitel 2, die Fremden mit der Kamera auf der rechten Seite, glaube ich. Ich sag mal tschüss.